kleinen Esel. Ja, hier habe ich einen kleinen Esel gefilmt, der ist ein paar Stunden zuvor geboren wurde. Wir begegnen uns das erste Mal. Er läuft in meine Richtung, läuft an mir vorbei, macht dann eine Vollbremsung, kehrt um und schmust an meinem Bein. In diesem Augenblick sage ich Mike zu ihm. Ich fühle die Seele eines kleinen Jungen, der kurze Zeit zuvor an Leukämie gestorben war. Mike war mehrere Jahre lang fast täglich bei mir im Jugendtreff und war plötzlich an Leukämie erkrankt und gestorben. Bei der Trauerfeier sagte die Schulleiterin: Lieber Jesus Christus, nimm Mike mit in deine Welt. In der Welt der Menschen ist er nicht glücklich gewesen. Diese Worte gehen davon aus, dass Jesus Christus nicht in der Welt der Menschen beheimatet ist. Nach der Trauerfeier kam der Vater zu mir und sagte: Andreas, als Mike im Sterben lag, hat er seine Hand nach dir ausgestreckt. Dieses wollte ich gerne mitteilen und noch einmal sagen, weil es davon ausgeht, dass unsere Seele lebendig ist und unsere Seele ist die Reisende. Das ist auch mein Selbstverständnis. Den Körper gebe ich eines Tages ab. Wann, das weiß ich nicht. Aber meine Seele lebt weiter.